zurück, ihr Landratten, und herzlich willkommen zu einem weiteren Seemannsgarn. The King of Seas, zusammen mit mir, dem Shining. Wenn euch das Video gefällt, ihr Landratten, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Seemannsgarn. Boah, Leute, wisst ihr, da will man eigentlich nur das Intro eben kurz laufen lassen und genau dann wird man von der scheiß Marine angegriffen. Wo soll ich den da jetzt eigentlich überhaupt hinbringen? Ich hab ein Flottenschiff, oder? Warte. Ich muss mal ins Logbuch gucken. Habe ich irgendeine Nebenquest, wo ich jemanden irgendwo hinbringe? Ich soll ein Handelsschiff versenken. Der braucht Bonbons. Ne. Das Geisterschiff haben wir noch nicht. Wer bist du? Habe ich jetzt zwei Schiffe neuerdings oder wie? Das wäre mir neu. Nee, ich glaube, das Schiff gehört echt zu mir. Warum habe ich zwei Schiffe? Erstmal gucken, ist er weg. Der Marinetyp, der kam nämlich echt überraschend. Ich versenke das jetzt einfach. Gescheiterte Quest, falscher Hafen. Das war eine der Questen, aber welche war das? Wisst ihr, da hat man eine Quest und weiß nicht mehr, dass man sie hatte. Aber wir müssen sowieso jetzt erstmal ein bisschen hier Nebenquesten machen. Kapitän Hühnchen. Ja, das ist noch zu schwer für uns. Bringen wir doch eine Ladung Bonbons. Oder nee, hier. Der braucht ein paar Reparaturen. Erstmal überhaupt gucken, wo muss ich dafür hin? Karte. Ja, betrunkene Handwerker ist nicht weit weg. Das genauso wenig. Oh, da ist ein Touristenschiff fast versenkt. Den hole ich mir. Ja. Ich habe ein Touristenschiff versenkt. Wo bleibt die Beute? Ja, Leute, ich weiß, dass ihr eigentlich heute für Notopia haben wolltet, aber hatte ich irgendwie keine Zeit für. Tut mir leid. Bring das Paket zum Kartografen. Da soll ich hin. Hol ich mir auch direkt die Karte, die ich hier holen kann. Weil jede Karte ist nützlich. Die kenne ich noch nicht. Ach. Wie kann man nur Narzissen mögen? Also wirklich. Ich finde Narzissen überhaupt nicht schön.
Habe ich jetzt eine Karte von ihm gekauft? Ich habe jetzt gar nicht darauf geachtet. Ich habe zu schnell A gedrückt. Nein, Leute, ich spiele hier trotzdem die PC-Version. Ich spiele nur mit Controller. So. Ach nee, Karte. Jetzt würde ich mir nämlich gern die Gegend hier einmal anschauen. Nee, ist nicht die Gegend, die ich gesucht habe. Wieso schieße ich? Ich wollte fahren. Ach ja, nächste Quest. Der Handwerker. So, Leute, dann bin ich jetzt erstmal auf hoher Fahrt, ne? Oh Gott, da ist schon wieder so ein Vulkan. Warum gehen die nur los, wenn ich dann lang fahre? So, bin bei der Stadt angekommen. Reparaturkits habe ich gleich genügend. Immer kann ich dagegen. Das hat ein bisschen mehr Verteidigung, aber ich brauche halt auch mal das andere. Das sorgt nämlich dafür, dass ich mehr Loot finde. So, jetzt kann ich einfach hier in die Bank gehen. Hol meine Reparaturkits raus. Fertig ist die Quest. So schnell geht das. Und hab direkt nochmal was zum Verkaufen. Weil die Kuh, die ist nicht gerade nützlich. So, kann ich hier noch gut einkaufen? Rubine kann ich hier ein paar kaufen. Holz ist auch ein bisschen billig. Ich kaufe ein paar Rubine. Und die... Nee, die Eier, die verkaufe ich auf jeden Fall. Und kaufe jetzt ein paar Rubine ein. Rubine. Ich habe von den Eiern so viele. Ich kann die ruhig mal loswerden. Ich kann auch ein bisschen rum mal hier loswerden. Ich verkaufe mal 30 davon. Und den Rest lagere ich jetzt ein. So, Markt, rum, tschüss. So, ich bin eigentlich hier. Ja, ich habe gar keine Hähnchencoin. Ach, warte, ich wollte noch in die Kneipe. Und zwar... Ja, das schaffe ich eh nicht, aber wenigstens habe ich die Quest dann. Mit meinem jetzigen Schiff versenke ich kein Kommandantenschiff oder ein Geistesschiff. Das funktioniert einfach nicht. Hier braucht einer rum. Ich glaube, bis zum nächsten Mal. Heute kommt übrigens nur ein Video statt zwei. Bis zum nächsten Mal werde ich auf jeden Fall ein bisschen grinden, dass ich mehr Geld habe. Dass ich das neue Schiff dann kaufen kann.
Weil vorher kann ich halt nicht wirklich weitermachen. Wo will ich überhaupt hin? Weil jetzt gerade kann ich nicht mehr machen als Lieferdienste. Kapitän Hühnchen, komm. So, wenn ich gerade ausfahre, sollte ich ihn eigentlich langsam treffen. Und ich muss einmal kurz einen Umweg machen. Weil die Karten sind wichtig. Das habe ich mit einmal Handen wieder reingeholt. So, jetzt sehe ich wenigstens auch die Gegend. Und Marine! Feuer! Versenkt sie, Männer! Oh Gott, die haben wieder irgendwelche Spezialkugeln, die ich auch gerne hätte. Was machst du? Hau ab! Jetzt habe ich zwei Schiffe, die mich attackieren. Ich muss fliehen. Oder auch nicht, weil es nicht mehr geht. Was fährt der einfach in mich rein? Ach, ich glaube, ich habe gerade eben auch ein Level-Up gemacht. Ja, habe ich. Ich habe nämlich letztes Mal auch gesehen, man kann die fünfmal aufbessern, nicht nur vier, so dreimal. Okay, der Vulkan ist wieder nicht ausgebrochen. Ich würde euch ja wirklich gerne mal einen Vulkan zeigen. Aber dazu müsste er erstmal in meiner Nähe gut sichtbar ausbrechen, und zwar massiv. Noch ein bisschen Material. Okay, Leute, ich hole ihn gerade ein. Ist da oben drauf eine Kiste? War eine Kiste drauf und ich habe ein Talent bekommen. Na gut. Jetzt kriege ich maximal Erfahrung. Ist da auch was, das Geld anhebt? Habe ich gar nicht bisher geguckt. Drehgeschwindigkeit erhöht sich. Reichweite erhöht sich. Ich sehe jetzt nichts, was mein Geld verbessern würde. Außer, dass sie alle Sekunden im Kampf verdient man Geld. Sollte ich mir holen. So, die Kiste hier wird natürlich mitgenommen. Tintenfisch, Kuh und magische Kanonen. Sind die was wert? Nein. Nö. Nee. Ey du, ich will keinen Ärger mit dir, aber wenn du mich angreifst, dann versenk ich dich. Oh, da ist auch schon wieder so ein Vulkan. Das merkt man immer daran, dass da so ein richtig hoher Fels ist. Noch eine Kiste zum Mitnehmen. Mörderkugeln. Haben ein bisschen mehr Kraft. So, hier links ums Eck sollte der eigentlich sein. Da ist ein Händler. Und das Schiff vor ihm muss es gewesen sein.
Nein, ich habe die Schiffe verwechselt. Das andere Schiff war's. Los, meine Haie! Macht sie fertig. Oh Gott, ihr habt Bratkugeln! Aber wenigstens waren das Luschen. Ich muss reparieren. Okay, ich habe ja gesehen, wo der hingerannt ist. Eine verstärkte Galionsfigur. Ich glaube, die sind erst dann nützlich, wenn das Teil mir auch zeigt, so in einer grünen Farbe. Ich muss auch aufpassen, hier ist verstärkt Marine. Das ist nämlich leider diese Marine-Gegend. Aber du bist das eigentliche Ziel, ne? Treffe ich? Nein. Oder? Bitte lenk rein. Ich habe getroffen? Nein, keine Sorge, ich flüchte nicht. Wartet. So, jetzt sehen wir gut was. Ich fackel die ab. Das mache ich. Nein, 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 nein. Oh Gott. Nee, auch Kapitän Hühnchen ist zu stark für mich. Das gibt's doch nicht. Ich brauche wirklich erst eine Galeone, um hier wirklich was reißen zu können. Ich mache vorher einfach keinen Schaden. Kann ich irgendwas davon gewinnbringend verkaufen, wenn ich schon hier bin? Die Eier kann ich verkaufen. Ist gut, von denen habe ich eh viel zu viele. Ich hatte gesehen, dass ich kaum Hähnchencoin habe, aber ich würde hier trotzdem Verlustgeschäfte machen. Ja, ich sollte erstmal nur die kleinen Questen annehmen. Die Stufe 3 Dinger, die kann ich noch nicht schaffen. So, alles einlagern. Boah, ich muss mal einen Hafen finden, wo ich die Eier gut verkaufen kann. Und zwar richtig gut, nicht nur so ein paar. Weil sonst komme ich ja nie zum neuen Schiff. Naja, Leute, ich würde sagen, hier beenden wir den heutigen Part. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss.